Anzug statt Trikot, so fein kann Per Mertesacker. Per Mertesacker im feinen Zwirn. Da muss man ja wirklich zweimal hingucken. Das Trikot gegen den Anzug getauscht, macht der Weltmeister bei der Verleihung der Goldenen Henne eine ziemlich gute Figur. Und, wie fühlt sich so an? Es ist ehrlich gesagt ein Perspektivwechsel für mich. Das erste Mal über einen roten Teppich zu gehen, bei einer Gala dabei zu sein, einen Titel zu bekommen für Leistung aus dem Sommer. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Den grünen Rasen gegen den roten Teppich getauscht. So, so. Und das, obwohl Per mit dem ganzen Rummel doch eigentlich nichts anfangen kann. Also es ist mit dem Schmunzeln auf jeden Fall. Ne? Also man kennt die Fotos ja sonst nur aus der Zeitung, aus den Blättern. Und jetzt mal selber Teil davon zu sein, es ist okay. Also es gehört irgendwie dazu. Also gewöhnen muss ich mich jetzt, glaube ich, nicht daran, aber so ein, zwei Mal im Jahr würde schon gehen. Na also, wer Weltmeister ist, der muss sich eben auch mal abseits des Spielfelds zeigen. Gelohnt hat es sich aber. Für den Titel aus dem Juli gibt's die Goldene Henne. Und die nimmt Peer stellvertretend mit Kollege Sami Khedira entgegen. Es wird ein unvergessener Sommer bleiben, aber trotzdem dauert's wirklich immer noch, bis man das Ganze realisiert hat. Wirklich was Geschichtsträchtiges. Einmal im Leben Weltmeister, das bleibt schon hängen, aber es dauert. Und dafür läuft Peer doch sicher hin und wieder auch gerne mal über den Red Carpet. Glückwunsch zu den beiden Titeln, Jungs.